Diesmal haben wir ein Thema. Und zwar, das Thema diesmal ist, nicht der beste Song gewinnt, sondern der beschissenste Song gewinnt. Okay, Chad? Der beschissenste Song gewinnt. Ja, hier ist jetzt egal, ob Nintendo oder Square, das ist jetzt komplett egal. Ich banne nur eine Sache. Ich banne nur eine Sache und das ist Spyro, Chat. Okay? Das bannen wir. Das bannen wir. Ja, stimmt, und den Crab-Song. Hier aus dem Krabbenspiel-Chat. Das bannen wir auch. Weil das ist jetzt hier seit der KSAW hier ein Joke geworden. Und ich habe jetzt Angst, dass jetzt alle Leute das reinspammen werden. Deshalb nehmen wir auch das Krabben-Game raus und Spyro raus. Weil ich gerade Spyro getrashtalkt habe. Und der Krabben-Song, weil es hier so ein Joke schon geworden ist, sich über den Krabben-Song lustig zu machen. Deshalb nehmen wir das Krabben-Game raus und Spyro raus. Und nochmal, Chat. Es geht darum, den beschissensten Videospiel-Soundtrack reinzuschicken. Never Gonna Give You Up ist kein Videospiel. Es geht um Videospiel-Soundtracks und ich will den beschissensten Soundtrack haben, okay? Legen los. Okay, let's go. Was ist der beschissenste Videospiel-Soundtrack? Song Nummer 1 ist Final Fantasy 14 Before Meteor. Von K. Das ist original aus dem Spiel? Das ist original aus dem Spiel? Ich meine, wahrscheinlich war es auch eine Stelle im Spiel, die irgendwie weird und dumm war und dann untermalt die Musik das richtig gut, I guess. Soaken Mental Breakdown. Okay, ich starte die Abstimmung und wir gehen in den zweiten Song rein. Ach, der Song, ja. Ja, ich glaube, ich muss mit dem linken gehen. Den rechten finde ich noch irgendwie cute. Nee, ich gehe mit dem ersten. Der zweite ist noch irgendwie cute. Der erste ist halt wirklich einfach eine komplette Katastrophe, Junge. Ich meine, vielleicht im Spiel, die Situation, die kommt, passt vielleicht perfekt dieser Song dazu. Aber wenn du jetzt irgendwie, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich müsste jetzt den ersten Song irgendwie eine Stunde am Stück hören oder den zweiten Song eine Stunde am Stück hören, ich würde lieber den zweiten nehmen. So. Okay. Der nächste. Undertale? Spooktune? Banger. Wir starten Abstimmung und der zweite Song. Lachen. Der
Der kommt so vor im Spiel? Es klingt, als wäre es eine Gameplay-Aufnahme, als würde er dort irgendwie normal spielen, dann kommen irgendwelche Gegner, die gerade besiegt werden und dann rumschreien. Also, actually, wenn das Geschrei nicht wäre, finde ich den actually okay. Der ist gar nicht so bad. Aber der linke, das ist doch voll der Jam. Also, ja, der rechte auf jeden Fall der beschissenere. Okay, let's go. Wir haben Skyward Sword, Din's Power. Herr Banger. Finde das so unangenehm. Okay. Starten wir die Abstimmung. Der zweite Song ist auch Zelda. Ihr findet die beiden Songs scheiße? Hey, beide Songs geil. Den zweiten haben wir sogar in der Playlist. Also, bei dem ersten kann ich es irgendwo sehen, dass man den kacke findet. Aber beim zweiten absolut nicht. Deshalb, ich würde den ersten nehmen, auch wenn ich den ersten actually ganz cool finde. Der ist actually cool. Der ist actually cool, aber ja... Beim ersten kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man den kacke findet. Da kann ich es auf jeden Fall verstehen. Aber beim zweiten, hey, ist doch mega cool. Deshalb nehmen wir den, der beschissenere. Okay, let's go. Nächste Runde. Animal Crossing. Smonpon, Dankeschön für 29 Monate. Okay, was haben wir auf der anderen Seite? Abstimmung ist gestartet. Cruisin' USA. Also, actually gar nicht so bad, aber diese Stimme... Die Stimme ist ja komplett Arsch. Die Stimme ist so scheiße. Also wäre die Stimme nicht gewesen... Hätte ich den vielleicht nicht gewählt. Der linke ist halt super cute, auch wenn er natürlich so ein bisschen disharmonisch ist, Digga, und so, ne? Aber der linke ist eigentlich ganz cute. Der zweite, die Stimme geht halt gar nicht, Mann. Die Stimme ist eine Katastrophe. Die Stimme ist Highlight. Nee, Mann.
Ich nehme den rechten. Okay, Achtelfinale. Wir haben Conker's Bad Fur Day. Ist das nicht dieser Musical-Song? Ich meine, der Song ist scheiße. Yeah. Ich meine, er hat das Thema irgendwo getroffen, ne? Me, 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 me. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of Tish comes from my chocolate starfish. Okay, und auf der anderen Seite, Abstimmung geht los, haben wir Super Mario Bros. Yes. Junge, Trauma. Also, er ist nicht schlecht, der Song. Ja, aber ich hasse ihn. Ich habe da irgendwie so ein Trauma, Alter. Immer wenn ich den höre, werde ich wütend. Wenn ich den höre, werde ich einfach nur wütend. Und der fucking Mario-Marathon hat es auch nicht besser gemacht. Ich fand ihn davor schon irgendwie so ein bisschen triggernd. Ich weiß nicht, was in dieser Song an sich hat, dass er mich so ein bisschen wütend macht. I don't know. Das Ding ist, Chat, ich finde den rechten auf jeden Fall beschissener. Aber wenn ich den rechten wähle, dann muss ich ihn gleich nochmal hören, ne? Aber das ist ja der Sinn dahinter, ne? Wir nehmen den rechten. Okay, Runde Nummer 6. Axiom Verge. Ich habe den zweiten Teil mal in der KSW gestreamt. Mogi, dankeschön für Tier 3, Mann. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Aber Axiom Verge, der zweite Teil, als ich ihn gestreamt hatte. Genau, Leute haben bei mir im Stream die ganze Zeit den OST gehatet, obwohl ich den ganz cool fand. Ja, ich fand ihn auch nice. Aber es ist wohl ein Ding, dass Leute die Musik von Axiom Verge scheiße finden. Okay, Abstimmung geht los und der zweite Song ist Buffy, der... Oh mein Gott. Game Boy Color. Das ist Musik. Obwohl, der geht hart. Die Stelle geht hart. Boah, du
tut das weh. Ich habe Kopfhörer komplett aufgedreht. Das tut so weh. Holy shit, ey. Und Onkel Rudi, danke schön für 20 Monate. Also, ich sag's, wie es ist. Klingt wie jeder Mario Land Song. Halt wirklich, genau so. Also, scheiße. Holy shit. Junge. Okay, siebte Runde. Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Ja, ist Nintendo, die ist Nintendo, der ist direkt schon scheiße. Okay. Das ist ein Rhythm Game. Also, in dem Spiel geht's um Musik. Geht hart, geht hart. So, let's go. Zweiter Song. Der ist scheiße? Also ich finde ihn jetzt auch nicht geil, aber scheiße? Also ich find ihn auch nicht geil, aber ich finde ihn auch nicht irgendwie katastrophal scheiße oder so. Klingt halt wie etwas, was in Paper Mario vorkommen würde. Oh, die Trompete! Ist der scheiße. Ja, man erinnert sich an sich an Scheiß-Songs auch nicht so wirklich. Das stimmt wohl. Und wenn irgendwie ein Spiel vorkommt, wenn im Spiel irgendwie ein sehr weirder Song vorkommt, dann finde ich den meistens irgendwie geil, auch wenn er irgendwie weird ist oder so. Wie zum Beispiel halt hier, hier Doppelgänger von, wie heißt das nochmal? White Day. Den hätte ich vielleicht eingereicht. Aber actually finde ich den eigentlich auch ganz cool. Platon이래 서양 철학에서 이성이란 다른 동물과 구분되는 인간의 고유능력으로 규정되었다. 계몽주의 이후에도 이성적 사고는 인간의 지식을 개선하고 더 나은 결정을 내리게 하는 수단으로 여겨졌다. 하지만 Ich meine, das Spiel war scheiße, ne? Aber das ist hängen geblieben. Sex-Playlist. Ansonsten würde mir actually nicht so einfallen. Hier, der eine war auch sehr, sehr weird von Sword of Mana. Ne, Secret of Mana. Secret of Mana. Wie heißt dieser eine weirde Song? Ja, ich weiß, wir haben noch eine Runde. Wir sind noch nicht fertig damit. Wie heißt der eine Song? Der kommt am Ende, Chat.
Ceremony Lich, nee. Ich mach mal einen weird Song. Boah, wie hieß der nochmal? Der kam recht am Ende. Nee, also irgendwas ist in meinem Kopf. So einen ähnlichen gibt's nochmal. Oracle, genau, Oracle, die Oracle. Der hier. Ja, ich finde den auch geil, aber das sind so Songs, wo ich mir denke, das wäre vielleicht etwas, was Leute vielleicht kacke finden würden oder so. Okay, ja, wir nehmen auf jeden Fall Sonic, Leute. Okay, wir haben hier Crazy Bus Title Screen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das ein Spiel? Das kommt so vor in dem Spiel? Ist das absichtlich? Was ist der Title-Screen? Imagine, du kaufst das Spiel, steckst die Cartridge in deine Konsole rein und dann kommt das. Junge, direkt wieder ausmachen. Okay, Abstimmung starten. Was haben wir auf der anderen Seite? Resident Evil. Ach, der. Ja. Ja. Ich meine, beim Linken kann man sagen, da waren die halt sehr stark limitiert. Ne? Da waren die sehr stark limitiert mit dem Chip. Da irgendwie versuchen, irgendwie halbwegs gute Musik rauszubringen, ist nicht so einfach. Ja? Und das untermalt ja irgendwo irgendwie auch den Stress, den man als Busfahrer hat. Ne? Scheiße! Ich bin 3 Minuten zu spät! Bei der nächsten Haltestelle und jetzt kommt schon rote Ampel. Und wenn ich da zu spät komme, dann bin ich schon 5 Minuten zu spät bei der nächsten Ampel. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben, aber ich darf nicht so viel Gas geben, weil das ist hier eine Schulstraße. Hier laufen überall Kinder. So, versteht ihr? Aber auf der zweiten Seite ist halt ein PS1-Spiel. Aber das kommt im Spiel gar nicht vor, ne, der Song. Der kommt ja nicht mal im Spiel vor. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Secret-Song auf der CD, ne? Deshalb, da der nicht mal im Spiel vorkommt, ich nehme den linken auf jeden Fall. Ne, der kommt nicht vor. Ich glaube, der ist nur auf der CD, wenn eine CD irgendwie... Also du konntest ja deine PlayStation auch als Dingens benutzen. Als Media-Player. Musikplayer. Und ich glaube, da kommt der Song dann. Aber selbst im Spiel kommt dieser Song nicht vor, meine ich.
Okay, let's go. Erstes Viertelfinale. Wir haben... Ich starte die Abstimmung. Und auf der anderen Seite... für den beschissenen Song, ja. Was schlechter ist. Boah, also den Links, den hasse ich einfach komplett, ne? Aber der ist an sich kein schlechter Song. Es wäre eigentlich falsch, den zu wählen, ne? Auch wenn ich den Song hasse. Der zweite ist aber halt schon an sich echt funny, ne? Auch wenn der erste echt triggernd ist, ne? Der erste ist halt echt triggernd. Und der zweite ist an sich echt funny, Chat. Der ist lustig, der ist gar nicht so scheiße, der ist eigentlich ganz lustig. Ich nehme den ersten. So, Viertelfinale. Let's go. Läuft schon. Wir haben Cruisin' USA. Cruising, yeah. Und auf der anderen Seite haben wir. Ja, der rechte ist schon echt scheiße. Ich will gerne wissen, wo er im Spiel vorkommt. Okay, let's go. Crazy Bus gegen Zelda. Vielleicht wird der hintenrum gut, Chat. Hintenrum ist der Chip abgebrannt. Langsam fühle ich, glaube ich, den Linken. Ja, wir nehmen den Linken, Leute. Okay, letztes Viertelfinale. Sonic gegen Buffy. Wir haben Sonic hier. Also Chat, ich sag's wie es ist. Also der rechte ist halt schon hart scheiße, aber das hat der Game Boy Color. Und da klang alles scheiße. Und das linke, Leute, das linke ist sogar ein fucking Rhythmusspiel. Ein Spiel, wo es um Musik geht. Und dann scheißen die so fett rein. Ich nehme das linke.
Es geht ja. Ricky meinte vorhin, das ist ein Rhythm-Game. Sonic ist scheiße, ja. Also Pokémon Gold, Silber klang gut. Nee, du bist einfach nur verwirrt. Wir haben Sonic gegen Crazy Boss. Ja, ich habe Ricky vertraut. Boah, beide gleichzeitig, Chat. Ich kann gar nicht beide gleichzeitig abspielen. So. Okay, das war schrecklich. Fucking Crazy Bus. Je weiter wir Crazy Bus mitnehmen, Chat, desto öfters müssen wir ihn hören, ne? Am Ende alle Songs gleichzeitig? Okay, wir haben hier den komischen Song aufs FF14 gegen... Abstimmung starten, let's go. Ich krieg automatisch schlechte Laune, wenn ich das höre. Chat, wenn ich den jetzt ins Finale mitnehme, tritt der Song gegen Crazy Bus an, ne? Ich finde den scheiße. Der linke ist scheiße, aber lustig. Der rechte ist scheiße, aber einfach nur triggernd. Und das finale Chat. Crazy Bus gegen... Ich mach den linken nicht an. Sagst du, es ist angenehmer. So kann ich New Mario Bros. Eher hören. Ja, wann Crazy Bus Stream? Was ist eigentlich das Gamepack? Crazy Bus Gameplay. Wie sieht das Gameplay aus? Holy shit. Aber ja, okay, ich nehme Crazy Bus, Leute. Dann hat halt Crazy Bus gewonnen, okay. Jetzt alle gleichzeitig?